Dann hast du auch schon das eine oder andere an Diät versucht. Das ist jetzt nicht so, dass du gar nichts machst. Ja, du hast, okay, Low Carb hast du schon durch und Low Fat und dann hier so ab 18 Uhr nichts mehr essen und du hast alles durch. Aber du siehst nicht wirklich nach irgendwas aus. Und das ärgert dich. Und du sagst, das kann doch nicht sein. Ja, ist es denn bei mir Genetik? Ist es, weil meine Eltern auch schon dick waren? Bin ich jetzt auch schon immer so ein bisschen dick? Oder ist es, weil mein Stoffwechsel zu langsam ist, weil ich ja schon über 40 bin? Oder ist es, weil ich einfach auch zu wenig Zeit habe? Ne? Ich habe ja Kinder oder ich habe eine Firma oder ich bin beruflich sehr aktiv. Da bringe ich das einfach nicht unter. Muss ich denn immer jetzt so leicht kränklich sein, bisschen Haarausfall, bisschen dicke Bauch, bisschen dünne Ärmchen, bisschen schwaches Bindegewebe? Muss ich damit leben? Nein. Es ist so einfach, dass es die meisten Leute nie ausprobiert haben, weil sie immer versucht haben, es übers Knie zu brechen. Und auch diesen Weg bin ich gegangen. Ja, typische Reispute-Diät, ja, wie das ja auch so im Bodybuilding gemacht wird. Und dann wendet man sich an die Leute, die auch nur das ausprobiert haben und sonst nicht so viel Erfahrung haben. Und deshalb für alle Leute, die jetzt sagen, hör zu, ich habe kein Bock, aus der Tupperschale zu leben. Und ich möchte nicht für den Rest meines Lebens 5 Tage die Woche im Fitnessstudio verbringen. Ich habe dafür weder die Zeit noch die Lust, um mich da durchzukämpfen. Was kann ich machen, um gesund zu werden, um gut auszusehen, um ein gewisses Pensum auch an Kraft zu haben, sodass ich meinen eigenen Arsch nicht als Belastung empfinde, was man ja erst dann merkt, wenn man wirklich mit seinem eigenen Körpergewicht trainiert. Heißt es, mache jetzt mal ein paar Klimmzüge oder mache ein paar Liegestütze. Ich kenne Frauen, die schaffen nicht einen Liegestütz. Nicht einen Liegestütz. Und ich kenne Männer, die schaffen nicht einen Klimmzug. Und das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Aber es macht mich zu einem unsportlichen Menschen. Und das ist natürlich eine ungesunde Version. Es geht nur um die Gesundheit. Es geht gar nicht darum, dass es jetzt nicht so ästhetisch ist oder was auch immer. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters, was als Schönheit empfunden wird. Aber es geht darum, dass die meisten Leute, die eben nicht fit sind, auch nicht unbedingt gesund sind und die darunter leiden. Und wenn du keinen Bock mehr hast, darunter zu leiden, dann machst du Folgendes. Du gehst zweimal die Woche zum Sport. Montag, Donnerstag oder Dienstag, Freitag oder schon klar das System, ne? Zweimal die Woche. Beim Sport selber bist du nicht länger als 30 Minuten, nicht länger. Du machst reine Kraftübungen, also wirklich nur Übungen, erstmal an Maschinen, wenn du dich nicht auskennst, weil da kannst du dich weniger verletzen dran und guckst, dass du ein Gewicht nimmst, mit dem du 6 Wiederholungen schaffst. Wir müssen Kraft aufbauen, damit wir auch den Körper formen können.